Seit 1998 schwebt die International Space Station, kurz ISS, in der Umlaufbahn unserer Erde. Mit einer Geschwindigkeit von 28.000 km/h umkreist sie den gesamten Planeten innerhalb von nur knapp 93 Minuten. Im Jahr 2000 kamen dann auch die ersten Menschen auf die Station und bis heute waren ununterbrochen Astronauten an Bord der ISS. Im Durchschnitt bleibt ein Astronaut 6 Monate auf der Station. Ein extrem langer Zeitraum, der sich auf den Körper und auch auf die Psyche auswirkt. Aber wie sieht eigentlich ein typischer Tag eines Astronauten auf der ISS aus? Und wie unterscheidet sich das Leben auf der Raumstation von unserem Alltag auf der Erde? Bevor wir diese Frage beantworten, betrachten wir erst einmal die Vorbereitung, die es braucht, um die ISS zu erreichen und um dort überleben zu können. Denn auch wenn Astronauten der ISS immer wieder mit lockeren Fotos aus der Raumstation überraschen, so ist der Alltag auf der ISS vor allem zu Beginn durch große körperliche Anpassungen und Herausforderungen geprägt. Ungefähr 1,5 bis 3 Jahre müssen Astronauten daher ein spezielles Trainingsprogramm durchlaufen, um sich auf die Mission optimal vorzubereiten. Doch nicht jeder ist für dieses Training zugelassen. Die Qualifikationen der NASA setzen voraus, dass man einen Bachelor in einer Naturwissenschaft hat, bereits im Bereich der Weltraumforschung tätig war oder über 1000 Flugstunden in einem Jetflugzeug als Pilot besitzt. Auch ein Langzeittest muss im Vorhinein bestanden werden. Erst dann ist man dafür zugelassen, am Vorbereitungsprogramm für die ISS teilnehmen zu dürfen. Dieses Programm beginnt erst mit vielen theoretischen Übungen und führt die Teilnehmer nach und nach an umfangreiche Simulationen des Lebens auf der ISS heran. Wenn die Vorbereitungsphase erfolgreich abgeschlossen und der Astronaut einer Mission zugeteilt wurde, kommt es zum Flug zur ISS. Diese finden jeweils in einem 3-Monats-Rhythmus statt. Alle 3 Monate verlassen 3 Crewmitglieder die ISS, während 2 Wochen später 3 neue Astronauten zur Raumstation fliegen. Dieser Flug beginnt in Kasachstan in einer Sojus-Rakete. Die Crew befindet sich in der Sojus-Kapsel, im obersten Teil der Rakete. Nach dem Start werden in den verschiedenen Stufen erst alle Brennkammern und schließlich sogar die Rakete an sich abgetrennt. Vom Start von der Erde bis zum Andocken der Kapsel an der Raumstation kann es nur einige Stunden bis volle 2 Tage dauern, je nach den vorherrschenden Bedingungen. Bei der Ankunft der Kapsel treffen dann die 3 neuen Astronauten auf die Crew, die bereits seit 3 Monaten auf der ISS ist. Für die Neuankömmlinge beginnt nun ein 6 Monate langer Zeitraum 400 Kilometer oberhalb der Erde. Wie ein Tag auf der ISS aussieht, kann man gar nicht so leicht beantworten, da es auf der Raumstation keinen klassischen Tageszyklus gibt. Die ISS ist ständig in Bewegung und umkreist knapp alle 90 Minuten die Erde. Die Astronauten sehen also in 24 Stunden 16 verschiedene Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Das bedeutet, dass es auf der Station keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr gibt, da nie wirklich Tag oder Nacht ist. Aber wann schläft die Besatzung der ISS dann eigentlich? Und vor allem wie? Auf der ISS gibt es für die Astronauten feste Pläne, die besagen, zu welcher Zeit geschlafen werden soll und zu welchen Zeiten nicht. Diese Pläne sehen einen Tagesrhythmus von 24 Stunden wie auf der Erde vor. Dadurch müssen die Astronauten sich trotz der ungewöhnlichen Bedingungen nicht auf einen neuen Rhythmus umstellen, da dies auch einiges an Kräften zehren kann. Ein anderes Problem, an das sich die Astronauten gewöhnen, ist die sogenannte Mikrogravitation. Durch sie herrscht auf der ISS ein Zustand der Schwerelosigkeit. Sich auf ein Bett zu legen und dort auch liegen zu bleiben, ist also etwas schwieriger als auf der Erde. Ein wirkliches Bett gibt es daher auch gar nicht. Die Astronauten schlafen in Schlafsäcken, die mit Seilen und Fäden an den Wänden stabilisiert sind. Damit sie allerdings nicht aus ihrem Bett schweben, sind sie mit mehreren Bändern an ihrer Schlafmatte festgebunden. Denn die ISS verfügt ebenfalls über sogenannte Schlafkabinen. Sie sind ungefähr so groß wie eine Telefonzelle und haben einen Schlafsack, der an der Wand befestigt ist. Alle Wände in der Kabine sind dazu noch gepolstert, falls die Astronauten zu hoch aufsteigen sollten. Die Schlafkabinen bieten den Astronauten auch tagsüber einen privaten Rückzugsort, an dem sie zum Beispiel Fernsehen gucken oder mit ihren Verwandten oder der Bodencrew kommunizieren können. Wenn die Astronauten aufwachen und ihren Tag beginnen, führt ihr erster Gang in der Regel ins Bad. Wie ihr euch bereits denken könnt, unterscheidet sich ein Badezimmer auf der ISS sehr stark von einem Badezimmer auf der Erde. Vor allem Duschen auf der internationalen Raumstation ist etwas Faszinierendes, denn Wasser verhält sich in Mikrogravitation gänzlich anders. Es sinkt nicht,
Es bleibt in seiner Form wie ein sehr festes Gel. Die Astronauten tragen das Wasser auf ihrer Haut auf und verreiben es dann über ihrem Körper. Beim Haarewaschen tragen sie das Wasser vorne an der Kopfhaut auf und drücken die Flüssigkeit dann bis in die Haarspitzen. Eine Besonderheit auf der ISS ist, dass das Wasser, mit dem sich die Astronauten waschen, nicht einfach so verschwindet. Die feuchten Handtücher werden nach einem Waschgang an den Ventilationsschacht gehalten und das Wasser darin verdunstet. Da es nicht nach draußen dringen kann, weil die Station dicht ist, sammelt sich das Wasser in einem Filter. Dort wird es gereinigt, wieder aufbereitet und kann dann anschließend von den Astronauten getrunken werden. Auch das Wasser, was die Astronauten beim Ausscheiden auf der Toilette verlieren, wird gereinigt und zu Trinkwasser gewandelt. Apropos Toilette. Wie verrichtet man eigentlich so ein Geschäft auf einer Raumstation? Grab this piece of equipment and turn this rotary switch 90 degrees to the open position. Die Toilette auf der ISS verfügt über Schläuche, die mit Ventilatoren einen Saugeffekt erzeugen, der den Urin dann anzieht. Für das große Geschäft müssen die Astronauten sich auf die Toilette setzen, die mit demselben Effekt funktioniert. When we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. Die Ausscheidungen werden dann in einem Plastikbeutel konserviert und entsorgt. Aber wohin eigentlich? Was passiert mit dem Müll auf der ISS? Leere Beutel, Verpackungen und Ausscheidungen sammeln sich über mehrere Wochen an. Und es gibt tatsächlich sogar eine Möglichkeit, all diesen Müll zu entsorgen. Die ISS wird immer wieder durch Raumkapseln mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen beliefert. Einige dieser Kapseln kommen nach dem Andocken nicht mehr zur Erde zurück, da sie in der Erdatmosphäre verbrennen. Die Astronauten nutzen diese Kapseln dann quasi als Müllverbrennungsanlage. Da es keine Waschmaschinen gibt, werden auch lange benutzte Klamotten in die Kapsel gegeben. Keine Waschmaschinen bedeutet zudem, dass Klamotten generell sehr lange getragen werden müssen. Selbst Unterwäsche wird üblicherweise erst nach einer Woche gewechselt. T-Shirts teilweise sogar monatelang getragen. Durch sogenannte antimikrobielle Kleidung soll jedoch in Zukunft starke Schweißbildung verhindert werden, was die Gerüche auf der Raumstation wohl deutlich verbessert. Aber zurück zum Tagesablauf. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung eines ISS-Astronauten ist ein ausführliches Training. Durch die Mikrogravitation auf der ISS werden die Muskeln kaum noch beansprucht. Wo wir auf der Erde beim Stehen, beim Laufen oder beim Heben permanent gegen die Schwerkraft arbeiten, ist das auf der ISS nicht der Fall. Wenn man, wie die Astronauten, mehrere Monate auf der Raumstation ist, droht ein Muskelschwund. Auch das Herz, das im All weniger Blut durch den Körper pumpen muss, kann zu schrumpfen beginnen und insgesamt kleiner und schwächer werden. Mit dem Training können die Astronauten dem entgegenwirken. Dafür stehen ihnen Geräte wie Laufbänder oder Fahrradergometer zur Verfügung. Nach dem Training gibt es dann das Frühstück. Die Auswahl an Nahrung auf der ISS ist überraschend vielfältig. Es gibt Früchte, Fleisch, Gemüse, Fisch, Süßigkeiten und sogar Tacos. Alles ist in vakuumversiegelte Tüten gefüllt und in der Regel als pastenartige Substanz aufbereitet. Bei Erbsen oder Salz zum Beispiel hat dies den simplen Zweck zu verhindern, dass die einzelnen Körner nicht frei durch die Luft fliegen. Es gibt zwar keinen Kühlschrank an Bord der ISS, dafür aber einen Ofen. Das Mittagessen wie auch das Abendessen kann also immer warm gegessen werden. Nach dem Essen gehen die Astronauten in der Regel ihrer Hauptbeschäftigung nach, dem Durchführen von Experimenten. Genau das ist auch der Zweck, warum sie überhaupt auf der Station sind und wieso die ISS existiert. Es werden auf der Raumstation unterschiedlichste Experimente durchgeführt. Beispielsweise wird untersucht, wie sich Menschen in langer Zeit auf engem Raum verhalten. Es werden Fotos von der Erde gemacht, die den Einfluss der Menschen auf den Planeten dokumentieren sollen. Und andere Experimente umfassen das Austesten von neuem Weltraumequipment außerhalb der ISS. Ja, die Astronauten sind nicht nur in der ISS, sie verlassen die Station auch. Auf sogenannten Spacewalks gelangen die Astronauten an die Außenseite der ISS, um dort Reparaturen, Experimente oder Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Sie erhalten dafür im Vorhinein einen genauen Ablaufsplan, den sie innerhalb von 6 bis 8 Stunden außerhalb der Raumstation abarbeiten. Das Wort Spacewalk beschreibt eigentlich einen Weltraumspaziergang, aber Astronauten der ISS sind nie wirklich von der Station entfernt. Sie sind nicht nur durch spezielle Sicherheitskabel mit ihr verbunden, die Außenseite der ISS verfügt über Griffe, an denen sich die Astronauten festhalten können. Über eine Luftschleuse gelangen sie dann wieder ins Innere der ISS. Nach Abschluss der Experimente und langer Außenbordeinsätze kommt es immer wieder zu Interviews der Bodencrew mit den Astronauten. Manchmal melden sich sogar Prominente oder große Politiker bei der ISS-Besatzung und stellen ihnen ihre Fragen. Do you hear me?
Yes, sir, we have you loud and clear. We also are cleaning up our urine and making it drinkable, and it's really not as bad as it sounds. Well, that's good. I'm glad to hear that. Better you than me. Und das war er auch schon. Ein Tag auf der internationalen Raumstation. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns ja gern mal ein Like da lassen. Und für mehr Wissenswertes zu allen möglichen Themen könnt ihr auch gern unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Thank you.